Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map. Warum ist jetzt hier schon wieder... Moment mal. Habe ich jetzt schon wieder irgendwie hier... Was das hier mal meinen... CPU-Auslastung auffrisst? Nee, irgendwie nicht. Na gut, dann muss das wohl so, dass es das ruckelt. 70%, 50% davon der LS. Irgendwie gibt es keinen so einen ganzen Sinn. Ich muss nochmal gucken. Nee, LG Hub Update frisst gerade nichts. Na gut, dann muss es wohl so. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber immerhin der 40 FPS werden für frühe 130. Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Genau, herzlich willkommen zurück auf Holzer Map mit Story. Wir spielen natürlich mit Seasons Real Manual Transmission und ja, so andere Mods, die halt realistischer machen. Und ja, wir fangen quasi heute, na, jetzt geht der Mist los. Miststräuchchen, was wir in der letzten Folge geholt haben, kommt jetzt zum Einsatz und natürlich kommt da der Eicher davor. Ne? Ich meine, hier ist der Frontlader am Deutz, deswegen wird der Deutz aufladen und der Eicher wird den Miststrahl ziehen. 8 Tonnen am Eicher ist zwar ein bisschen heftig, aber das geht schon, das wird schon. Und ja. Ich habe nur mit dem Deutz geholt und ich dachte, ich muss eine halbe Stunde fahren. Und da ist natürlich eine geschlossene Kabine wesentlich angenehmer als der Eicher. Ja, nur Nachbarort hätte ich theoretisch auch mit dem Eicher holen können, wobei es ist so ein bisschen frisch und so, deswegen geschlossene Kabine ist schon schön. So, hängen wir die Kiste mal ab und ja, gut, das war jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier Mitte abgehängt habe. Obwohl, ne, die Gabel ist hier, dann kann ich gleich die Gabel anhängen. Und ja, dann holen wir den Eicher. Und dann geht's quasi los mit Mist fahren. Ne? Dann fahren wir endlich den Mist auf die Wiese, nicht auf die große Wiese neben uns, da wollen wir den hinfahren. Zumindest für den Anfang. Und wenn wir, bevor wir Mist auf andere Wiesen fahren, müssen wir natürlich eh wieder Ballen beiseite räumen. Ne? Also da sind wir noch nicht so ganz los davon, von den Ballen beiseite räumen. Das müssen wir noch ein paar Mal machen. ja, haben noch einige Ballen. So. Hier mal schauen, das hier ist schön. Hinfahren, so. Na. So. Nach unten, dann hier so einhaken, nach oben. Jawohl, perfekt. So. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Ich fahre den Schlepper erstmal aus dem Weg hier, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir den Mischstreu überhaupt hinstellen. Am besten, dass wir da gut aufladen können. Hoch. Beziehungsweise halt. Wieso habe ich ihn jetzt ausgemacht? Ich bin flau. Ja. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich denke mal, dass wir den Mist hier aufladen. Ja, das ist ein bisschen alles ein bisschen ungünstig. Na, idealerweise, ich müsste eigentlich dieses Teil hier wegtun. Eigentlich hätte ich die Gabel weg tun müssen. Die ist ein bisschen blöd im Weg, ne? Also jetzt habe ich schon die Mistgabel angehängt. Ich habe eigentlich keine Lust, das wieder abzuhängen. Bis da mal irgendwie drumherum arbeiten können. Jetzt wollen wir erstmal den Eicher. Und dann gucken wir mal. Aber vielleicht erstmal die hydraulische Heckhydraulik-Gabel da wegholen. Und ja, schauen wir mal. So. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang halt. Den hier. So, ja, wie gesagt, na, wir räumen jetzt erstmal den Hecklader hier weg. Wie gesagt, auch Mann. Leute, warte, das ist schwierig. Ja, der Mistreiter steht jetzt hier echt blöd. Den hätte ich ein bisschen anders hinparken können, aber ich habe nichts gedacht. Ach, die Bremse zieht aber gut, wo Michael. Die Bremse zieht deutlich besser als am Deutz. Vielleicht müsste ich beim Deutz mal nach der Bremse schauen. Huch, das war jetzt komplett verpeilt. Wir schalten jetzt ja auch mal eine Gruppe runter. Müssen wir hier uns nicht so rasen, ne? Da haben wir Geduld. So. Das kriegen wir zurechtgezogen. Das klappt. Ja, das ist praktisch bei dem, da kann man tatsächlich noch hinten auf und absteigen, auch wenn das irgendwie ein bisschen ungünstig ist. So. Müssen wir leider die Hydraulikschläuche alle dran machen, dass wir das Ding überhaupt gehoben kriegen.
Moment mal. Ah, ja, so. Wobei theoretisch hätte man es jetzt nicht unbedingt heben müssen, ne? Wo tue ich das am besten hin? Gut, wir stellen das mal nach da hinten, ne? Wir stellen das mal da hinten auf die Seite, da ist es weit weg. Weil wenn ich das jetzt auch noch oben hochstelle, wo eh schon so viel Zeug rumliegt, ist nicht so gut. Wir müssen das ja wieder zurückbringen, das Teil. Aber da habe ich jetzt eigentlich keinen Kopf dafür. Jetzt müssen wir den Mist aufladen und ich möchte, dass ich hier noch ein bisschen was geschafft kriege heute. Deswegen hängen wir das hier mal schön ab. So. Hier ist einfach so einsteigen. Und ja, hängen wir Mischstreuer an und dann geht's quasi los. Beziehungsweise müssen wir jetzt erstmal noch gucken, wie wir denn den Mischstreuer am besten hinstellen. Oh, der ist jetzt noch ein bisschen hoch. Den müssen wir gleich noch ein bisschen runterkurbeln, bis das passt. So. Roll. Na? Gut. Ja, doch, doch, das packt er schon, das zieht er schon. Jetzt ist nur, wie gesagt, die Frage, wie wir den am besten hinstellen, ne, den Mischstreuer, dass wir hier den gut beladen können. Ich glaube, wenn wir umdrehen und den dann hier, ja, doch, das macht am meisten Sinn. So machen wir das. Wir drehen hier mal ganz kurz um und dann stellen wir den hier einmal quer, beziehungsweise nicht quer, sondern einfach entgegengesetzt zu dem, wie wir jetzt waren. Stellen wir den hin. So. Gabel hier nicht mitnehmen. So. Vielleicht noch ein bisschen mehr in dem Winkel. So. So probieren wir das jetzt mal. Und ja, das sollte jetzt eigentlich relativ zügig gehen, den Anhänger da zu beladen. Handbremse sollte ich schon aufmachen, ne? Mal schauen, aber doch, da kommen wir vorbei. Da passt nicht so ganz. Ich hätte noch ein bisschen mehr schräger stellen sollen, aber das klappt so schon. So, ich würde mal sagen, wir zeitraffen jetzt mal ein bisschen. Und ja, viel Spaß mit der Zeitraffaufnahme. Bis gleich. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun. Thank you.
So, ja, Warum geht der Flapper wieder aus? Bleib an. So, halt, vorwärts. Ja, Menschenskind. Ich habe doch ein paar Dinge unterschätzt. Die Menge vom Mist habe ich ein bisschen unterschätzt. Der Berg ist schon deutlich kleiner geworden und wir sind noch nicht so weit gekommen mit der Wiese. Wo ich dann die zweite Unterschätzung vorliegt. Die Wiese. Ich unterschätze sie jedes Mal. Die ist riesig, riesig, riesig. Das ist einfach eine wahnsinnig große Wiese. Ich glaube, ich muss euch das mal eben auf Maps zeigen von oben. Wenn man das mal sieht, dann das ist diese ganze Wiese, das ist riesig. Wenn man das mal vergleicht, das ist unsere andere Wiese, ne, die ganz lange, das ist unsere kleine, da hinten, dann haben wir hier noch diese und diese. Und ne, da haben wir Ballen drauf gemacht, hier haben wir Ballen drauf gemacht und hier haben wir und hier haben wir, und natürlich ja da. Das Ding ist riesengroß. Das ist eine riesige Wiese. Ne? Das ist, wenn man sie ganz ranzoomt, ist sie immer noch so groß. Beziehungsweise dann ist sie erst recht so groß. Jetzt gehen wir mal hier rüber und gucken wir unseren Acker an. Hier mal die Wiese beim Acker angucken und so und unseren Acker im Vergleich dazu. Mann, ist der Acker klein, ne? Der Acker ist richtig klein im Vergleich zu der Wiese. Das ist ein riesiges Teil. Also die ist wirklich groß. Also ich unterschätze das irgendwie immer noch, ne, dass sie so groß ist. Ist mir beim Man ist mir das auch schon passiert, dass ich das unterschätzt habe. Und wir haben die falsche Gruppe, deswegen läuft der Flapper nicht so schnell, wie ich dachte. Ja. Auch da ist mir schon passiert, dass ich sie unterschätzt habe. Und jetzt wieder. Irgendwie geht da ganz schön viel Mist drauf, ne? Also auf die Wiese. Aber wir haben ja oben auch noch den Pferdemist. Ne? Und im Moment ist es eh so, dass wir keine andere Wiese haben, weil überall liegen ja noch Ballen drauf. Ne? Wir können im Moment wirklich nur hier Mist streuen. Allerdings, ja, hatte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir unseren kompletten Mist auf der einen Wiese schon loswerden. Ich meine, wir haben Gülle auch noch, die wir ausbringen können. Und sie muss dann auch noch raus. Aber ich dachte, das kann man schön aufteilen, ne? Gülle und Mist auf unsere Wiesen. Das sieht aber fast so aus, als würden wir am Ende dann sogar noch Wiesen haben, die nicht gedüngt werden. Was natürlich ein bisschen schade ist, irgendwie. Da haben wir es irgendwie ein bisschen. Habe ich mich verkalkuliert oder verrechnet oder ich weiß auch nicht. Ich habe es ja nur ein bisschen im Kopf überschlagen. Ich habe einfach geschätzt, wie viel Kubik da liegen und habe mir einfach mal überlegt, wie viel man pro Hektar rausschmeißt und so. Vielleicht schmeißt der Mischstreuer auch zu viel raus. Ich habe das mal ein bisschen kontrolliert, so vom Streubild eigentlich. Schmeißt er so und so viel raus, wie ich dachte. Aber vielleicht ist auch das, was ich unterschätzt habe. Vielleicht schmeißt er mehr raus, als ich dachte. Vielleicht muss ich ein bisschen schneller fahren. Ich weiß nicht. Aber ja, ich meine, eine Sache ist ja so. Der Mist hier, der war viel und der muss weg. Und das ist schon mal das Wichtigste. Ne? Ob das jetzt die Wiese düngt oder nicht, das ist fast ein bisschen zweitrangig in dem Fall, weil unsere Mistberge sind halt tatsächlich im Überlaufen gewesen und ja, musste einfach beiseite geräumt werden. Deswegen ist für mich fast wichtiger, dass hier der Mist wegkommt, als nachher die Wiesen wirklich gut gedüngt sind davon. Deswegen, unsere Wiesen sind alle nicht schlecht. Ne? Unsere Böden von den Wiesen sind nicht unterdüngt oder so oder mager. Sondern die stehen eigentlich schon relativ gut da. Es ist ja auch so, dass da teilweise viele Jahre geweidet wurde und man sieht ja noch überall die Zäune, die hier noch stehen. Also es wurde teilweise sehr viel geweidet in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht mehr. Und seit der Betrieb auf Bio umgestellt hat, haben wir das alles ein bisschen anders gestaltet. Und dann ist es ja hier mit den Ställen auch anders und so. Aber ja, vorher war es tatsächlich so, dass die Kühe auf der Weide waren und jetzt haben sie nur noch diese Weide hier. Klingt ein bisschen doof, ne? Warum die Kühe jetzt weniger weiden, nachdem es ein Biobetrieb ist. Der Grund ist ganz einfach, dass es mehr Kühe sind und die Weidefläche und Heufläche und so weiter nicht alles ausreicht. Und wir können ja schlecht, beziehungsweise Heu dazu kaufen, ist teurer. Und ja, entsprechend hat es weniger mit Bio und nicht Bio zu tun, sondern liegt eher einfach daran, dass unser Betrieb ein bisschen anders aufgebaut ist wie damals. Außerdem war es ja damals auch so, ne, dass natürlich die Kühe, die gemolken wurden, die waren nicht auf der Weide, ne, die waren im Stall und die hatten im Stall ziemlich wenig Platz. Das war jetzt früher sogar eine Anbindehaltung oben. Und geweidet haben eben die nicht gemolken wurden. Ne, entweder die Bullen, die zum ne Fleisch, ne, zum Metzger mussten, die gemästet werden sollten, oder ne Mutterkühe oder so, die eben gerade nicht Milch gegeben haben. Und ja, jedenfalls sind die Wiesen da durch jahrelange Beweidung nicht unbedingt abgemagert, sondern eigentlich ganz gut gepflegt worden. Und deswegen sind die, an sich sind die gut vom Boden her. Und es ist ja auch so, dass in den letzten Jahren, auch seitdem das Ganze hier Bio ist, viel Mist und Gülle draufgebracht wurde. Ne? Natürlich kein Kunstdünger mehr, aber viel Mist und Gülle. Und deswegen ist es jetzt eigentlich nicht so dringend. Ne? Ich könnte jetzt durchaus auch ein bisschen dünner streuen und das würde trotzdem, denke ich mal, noch was bringen oder ausreichen. Aber ich muss mich selber erstmal ein bisschen reinfinden. Ne? Ihr wisst das ja. Wir haben so ein bisschen Aufgabenteilung gemacht hier und ich übernehme mehr oder weniger, seitdem ich hier auf dem Hof bin, dann doch den, ja, ich sag mal, eher landwirtschaftlichen Teil mit den Feldern und den Wiesen und so weiter. Und meine Frau kann sich jetzt wieder ganz auf den Hofladen konzentrieren, auf das Café,
auf na, die Produkte, die wir eben dann selber herstellen und ja, beziehungsweise von anderen, na, die, was wir hier verkaufen, ne, Kuchen und so weiter. Meine Frau backt zwar auch selber Kuchen, selber ein bisschen Kuchen und so, aber es kommt auch teilweise Kuchen von einer Bäckerei, die eben sich da bereit erklärt hat, na, tatsächlich mit Bio-Zutaten für uns Bio-Kuchen zu backen fürs Café. Und ja, sie kümmert sich jetzt wieder mehr um die Seite der Dinge, das ist eh das, was ihr mehr Spaß macht. Ne? Also das ist auch an sich macht er aber auch, na, die Tiere machen ja auch mehr Spaß. Ne? Die Pferde, jetzt kann sie sich wieder richtig um die Pferde kümmern, zeitweise sind die Pferde ein bisschen zu kurz gekommen. Na, das ist ja eigentlich kümmern sich ja da die Besitzer drum, ne, um Striegeln und so weiter, aber wir müssen sie noch füttern, sind ja nur ungestellt bei uns. Aber sie hat sich trotzdem immer sehr aktiv darum ne, gekümmert, geguckt, okay, wie geht's den Pferden und was haben die Besitzer für Wünsche, was gibt's für Probleme und so weiter. War halt eben immer als Ansprechpartner da. Und das ist tatsächlich dann in den letzten Zeiten, ne, wo sie es wirklich von uns alleine gemacht hat, hier ein bisschen liegen geblieben. Und deswegen haben wir jetzt die Arbeitsteilung schon so in etwa gemacht, dass ich mich eben hier um die ja, Wiesenfelder, Traktoren, Mist wegbringen, all die Dinge halt so kümmere. Und mit dem Füttern wechseln wir uns ab, ne, morgens die Tiere versorgen, wechseln wir uns ab. Und ansonsten macht sie halt tatsächlich ne, die Pferde und den Hofladen und diese Sachen. Und dann Bürosachen und sowas, da wechseln wir uns auch ab, oder beziehungsweise machen wir gemeinsam. Und ja, so scheint das jetzt im Moment ganz gut zu laufen. Ne? Ich habe in der letzten Folge, habe ich glaube ich gesagt, für mich ist das alles noch ziemlich kompliziert, ne? Dass ich nicht einfach so mal eben entscheiden kann aus dem Blauen raus, sondern dass ich mich mit jemandem besprechen muss und so. Und entsprechend ist es natürlich auch, ja, immer mal wieder ein bisschen lustig. Aber ja, ich denke mal, wir kriegen das schon hin. Es ne? Ändert sich auch noch. Ne? Es bestimmt ändert sich die Rollenverteilung, Aufgabenverteilung auch noch ein bisschen. Aber es ist wichtig, dass jeder so ungefähr weiß, was er zu tun hat, weil sonst wird nachher bleiben Sachen einfach liegen. Deswegen muss schon irgendwie sich im Klaren sein, wer was macht, weil sonst denkt jeder, der andere macht. Oder jeder sucht sich einfach nur die Arbeit raus, auf die er am meisten Bock hat und lässt den Rest liegen und denkt sich, ach, das wird ja dann schon der andere irgendwann machen. Und ja, das endet nur im Chaos. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man sich da ein bisschen überlegt, wer macht was. Und am besten, dass man das auch so verteilt, dass alle damit zufrieden sind. Ne? Und nicht für den einen die Drecksarbeit übrig bleibt, sondern halt, es hat ja auch jeder so seine Vorlieben und Sachen, die er lieber macht. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ne? Im Moment finde ich das passt sehr gut. Aber wie gesagt, auch mit dem Traktorfahren. Ich meine, ich bin ja wahnsinnig froh, wenn ich so viel wie möglich hier im Schlepper sitzen darf. Das ist mein liebster Arbeitsplatz. Und ich glaube, meine Frau ist eigentlich auch ganz zufrieden damit, wenn ich viel im Schlepper sitze, weil das ist nicht so. Sie mag lieber die anderen Aspekte der Landwirtschaft, ne? Mit den Tieren umgehen und so weiter. Und nicht unbedingt das Fahren der Traktoren. Nicht, dass sie es nicht könnte oder so, ne? Sondern da hat es durchaus drauf. Hat die auch ganz gut geklappt, ein paar Jahre alleine. Aber ja, sie ist froh, wenn sie das nicht unbedingt machen muss den ganzen Tag. Von daher, ich glaube, das ist ganz gut so. Wir passen da ganz gut zusammen so. Aber wie gesagt, was habe ich gesagt? Genau. Rollenverteilung und so weiter, es ändert sich regelmäßig noch. Also das kann durchaus noch mal ein bisschen, na, dass ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht die Kühe komplett übernehme und sie dann die Pferde komplett übernimmt oder so, weil im Moment, wie gesagt, machen wir so, dass wir eben abwechselnd füttern. Und ich weiß es nicht, aber schauen wir mal, ne, kann nur besser werden. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen. Ganz vergessen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Egal. Ja, jetzt fahren wir erstmal da hinten und machen hier weiter. Und ich würde mal sagen, ich habe schon wieder so viel gequasselt. Ne? Ich weiß gar nicht, ich bin so quassel, quassel, quassel heute. Wir Zeitraffer noch mal ein bisschen. Und ja, wir sind hier ein bisschen beschäftigt mit der Wiese. Bisschen. Nur ganz klein bisschen. Moment mal. Haben wir nicht hier irgendwo aufgehört? Da unten haben wir aufgehört. Ich dachte schon, hä? So, können wir gleich schon mal aufmachen hinten. Und wie gesagt, jetzt waren wir ein bisschen, vielleicht ein bisschen schneller. Probieren wir das mal aus. Weil ich glaube, der Miststreu tatsächlich ein bisschen dicht, ne? So, dass es auch wirklich hier vor uns für die Wiese reicht und so Mist. Wir haben ja oben, wie gesagt, noch unsere ganzen Pferdemist. Aber ja, es soll ja trotzdem, ist trotzdem knapp. Ich würde mal sagen, wie gesagt, Zeitraffer-Aufnahme, die zweite. Viel Spaß damit. Bis.
So, ja, es ist der Mister unten tatsächlich weg und jetzt habe ich den Eichel schon mal hier oben hingestellt. Jetzt muss aber der kleine Autoanhänger noch weg und dafür nehme ich ganz schnell mal mein Auto. Ich habe mir erst überlegt, an den Deutsch das Ding dran zu basteln, aber da ist jetzt gerade der Kugelkopf nicht dran und ja, also nehme ich das Auto und ja, passt besser. So. Und, ja, bin mal gespannt, wie viel Mist hier noch liegt auf diesem Haufen. Ich glaube fast, es ist weniger wie unten, aber es könnte auch täuschen, weil der Haufen breiter ist. Ob wir wenigstens die eine große Wiese von uns fertig kriegen. Ich bin jetzt ein bisschen schneller gefahren, habe noch mal ein bisschen kontrolliert, ne, wie der ist. Jetzt liegt der Mist und ich finde, das liegt eigentlich ganz gut. Jetzt hätte ich hier fast das Rohr platt gefahren. Das liegt auch ein bisschen blöde, ne? Also Mist liegt jetzt eigentlich immer noch zufriedenstellend, wo ich ein bisschen schneller fahre. Ich denke mal, das kann man durchaus mal machen, dass wir ein bisschen ja, zügiger unterwegs sind. Das ist halb so wild. So, jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Autoanhänger? Ich könnte den theoretisch gleich mal da drüben reinstellen, ne? Der habe ich ja da rausgeräumt wegen den Heumaschinen. Allerdings kann der euch eigentlich auch durchaus hinten stehen. Den brauchen wir eh so selten. Dass man dann zur Not auch mal eine Heumaschine wieder raus tun kann. Ich würde ihn am liebsten direkt ums Eck fahren, aber direkt ums Eck kommen wir leider nicht mit dem Anhänger. Deswegen kann ich ihn höchstens hier ganz nach da hinten reinstellen. Uiuiui. Ein langes Auto und kurzer Anhänger. Das ist immer ein Spaß zu rangieren. So. Na, wir schieben jetzt einfach mal geradeaus nach hinten. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das mit den Heumaschinen hinkriegen. Es ist ja eh so, dass wir jetzt eventuell demnächst ans Güllefass rankommen müssen und da müssen wir eh ausräumen. Das ist hier eh so ein bisschen so eine Mischung, die hier drin steht. Dass wenn jetzt noch der Winter kommt und wir die Maschinen alle einwindern und so, dann wird jetzt eh groß aufgeräumt. Wow, jetzt hätte ich fast den Blumenkübel weggefahren. Wie gesagt, ne, dann wird hier eh groß aufgeräumt und umgeräumt und eingeräumt und eingewindert, deswegen halb so wild. So. Jetzt müssen wir noch den Deutz raufholen. Und dann gucken wir mal, dass wir den Krempel zusammen aufgeladen kriegen. Und ja, dann sind wir tatsächlich durch mit dem Miststreuen. Ja, so einfach kann sein, wenn man einen Miststreuer hat. Ne? Unglaublich, unglaublich. Wer hätte es gedacht? Ach ja, das ist schon so eine komische Sache noch. Da muss ich echt mich mal kümmern, aber ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich muss mit dem mal reden. Ne? Mit dem, der da drüben wohnt, der ja unseren damals den Schwader gehabt hat und dann aber nicht wirklich verwendet hat. Und der irgendwie auch den Miststreuer ausleihen wollte, obwohl er einen hat. Ich muss mit dem mal reden und muss dem mal fragen, was da eigentlich los ist. Na, ich habe ja schon mal, ne, ich habe mit meiner Frau schon ein bisschen das Thema angesprochen, aber die ist da, weicht dann nur aus. Ne? Also irgendwas ist da wohl vorgefallen oder so, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ne? Aber, wie gesagt, das ist ja hier leider. Auf dem Land kommt das öfter mal vor und da ist irgendwie gewisse Streitereien, die manchmal schon viele, viele Jahre zurückliegen, ja, gehegt und gepflegt werden und sich die Leute einfach nicht aufstehen können. Und ich weiß es nicht, ne? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum meine Frau das so ausweichend reagiert und mir das nicht einfach sagt, was da los ist. Aber vielleicht ist ja so eine bescheuerte Sache, dass auch sie denkt, das ist irgendwie doof. Keine Ahnung. Oder ich gehe halt einfach tatsächlich mal selber hin und frage einfach mal. Ne? Das, ich meine, reden kann man immer versuchen. Ne? Wenn dann am Ende nichts bei rumkommt, dann hat man es wenigstens probiert. Aber irgendwie traue ich mich da noch nicht so recht drüber. Und ja. Deswegen bin ich mal gespannt. Ne? Ansonsten, wir können auch einfach mal Maschinenring ein bisschen, ne? Keine Ahnung, mich mal abends dazu hocken, wenn die da alle beisammen hocken und einfach mal gucken, ob vielleicht ein oder andere ein bisschen was ja, verlauten lässt, wer da jetzt eigentlich die Fäden zieht, wenn es darum geht, mir keine Sachen zu geben. Vielleicht ist ja auch gar nicht der Landwirt. Vielleicht hat der Landwirt ja nur Sachen zugeteilt gekriegt, die er eigentlich gar nicht haben wollte. Ne? Aber gut, dann hätte meine Frau vielleicht gesagt, sie hat keine Ahnung, was da los ist. Nein, statt dass sie da irgendwie drum rumdruckst und nicht so wirklich was sagen will. Ja, irgendwas ist ja schon. Irgendwas ist ja schon komisch. Ach ja, aber so ist das nun mal. Ne? Das gehört dazu, gehört dazu. So. Immerhin, ne? Immerhin jetzt durch die ganzen Demos und sowas. Kommen die Landwirte wenigstens mal zusammen. Das war ja tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Also in der Vergangenheit hat es ja schon oft, hat man schon oft gesagt, ne? Also wenn die Landwirte mal alle an einem Strang ziehen würden, dann könnten sie so viel verändern, aber geht einfach nicht, weil ne, zwei Landwirte unter einen Hut zu kriegen, das ist quasi unmöglich. Da gab es auch irgendeinen tollen Spruch, der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Ne, irgendein Vergleich, ne, wie schwierig es ist, zwei Landwirte unter einen Hut zu kriegen. Ja, und das ist halt leider tatsächlich irgendwie so. Ich weiß auch nur warum, ne? Ich verstehe das Ganze so gar nicht. Ich meine, gut. In gewisser Weise kann man schon verstehen, weil es ist Konkurrenz. Ne? Es ist im Grunde, man dasselbe Betrieb, dasselbe Produkt, mehrfach im Dorf. Es ist in gewisser Weise ist es halt, ne, es ist tatsächlich Konkurrenz. Aber letzten Endes ist es ja so, dass
Ja, im Vergleich zu anderer Konkurrenz ist ja von der Landwirtschaft eigentlich nicht unbedingt nicht so viel. Ja, es gibt schon zu viel, aber es hat andere Gründe. Also das ist ja, die Landwirtschaft kann ja wunderbar nebeneinander existieren und sich gegenseitig aushelfen, weil es ja erstmal es gibt eh weniger Landwirte, immer weniger Landwirte und es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, da so konkurrierend zu denken. Gut, ich meine in gewisser Weise natürlich schon, weil es gibt halt eine begrenzte Menge an Wiesen und Äckern und so und ja, der die mehr bekommt, der hat dann halt am Ende mehr Wiesen und Äcker, klar. Aber letztendlich, wie gesagt, im Landwirtschaft hat er ja schon immer nebeneinander existiert. Früher war fast jeder im Ort ein Landwirt. Und Nebenerwerb oder Haupterwerb. Aber ne, jeder auf dem Dorf war früher, hatte früher irgendwie eine kleine Landwirtschaft. Ne? Es gab fast keinen, der nicht irgendwie irgendwelche Tiere oder ein kleines Äckerchen oder sowas hatte. Und das ne, hat ja auch alles nebeneinander funktioniert. Ne? Die Leute haben sich in erster Linie selber versorgt und den Überschuss verkauft. Und ja, klar, seitdem sich die Landwirte nicht mehr selber versorgen, sondern tatsächlich eigentlich nur Verkaufsware produzieren, hat sich das ein bisschen geändert, ne? Aber trotzdem ist es irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, warum es gerade in der Landwirtschaft so extrem schwierig ist, dass Landwirte das mal an selben Strang ziehen. Es geht ja dann nicht unbedingt direkt um Konkurrenz, es geht ja vielleicht ganz oft auch tatsächlich einfach um Meinung. Ich weiß nicht, irgendwie ist vielleicht der Landwirt. Oh, das hat keiner gesehen. Der landwirtschaftliche Beruf auch einfach so ein Beruf, wo extrem viel auf Erfahrung basiert und extrem wenig auf ne Fakten oder so. Ich meine, es ist einfach. Es gibt so wahnsinnig viele Unterschiede je nach Boden, je nach Tiere, Tierrasse, je nach Futter, je nach Pflanzensorte und so weiter. Es gibt einfach unglaublich viele Variablen in der Landwirtschaft. Und deswegen ist es halt tatsächlich so, dass man von einem Hof auf den anderen kaum schließen kann. Ne? Das, was für den einen funktioniert, vielleicht für den anderen gar nicht geht. Und deswegen, vielleicht ist auch das ein Konfliktgrund, ne? Weil halt wirklich, ich meine, es gibt ja in jeder Industrie, in jedem handwerklichen Gewerbe und so weiter, gibt es das ja, dass es einfach Meinungsverschiedenheiten gibt. Ne? Zu gewissen Materialien, zu gewissen Vorgehensweisen, zu gewissen Dingen, dass einfach eine unterschiedliche Handwerker unterschiedliche Meinungen haben. Dass die einen sagen, okay, das ist gut, die anderen sagen, das ist schlecht. Ne? Aber es ist zumindest, es ist meistens so ein allgemeiner Zusammenhalt oder ne, wo man in etwa derselben Meinung ist, weil es eben tatsächlich viel nachprüfen lässt, sich viel auf Fakten basiert und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich mit dem Grund, ne, weil in der Landwirtschaft einfach so extrem viel auf persönliche Erfahrung, auf Erfahrung von Generation zu Generation, auf eine örtliche Gegebenheit und so weiter basiert. Und ja, auch vor allem in der Vergangenheit in der Landwirtschaft extrem viel darüber gemacht wurde. Ne? Also Landwirtschaft ist ja lange Zeit nicht so wirklich wissenschaftlich untersucht gewesen, sondern die dummen Bauern, die haben halt einfach das gemacht, was sie gemacht haben. Die Landwirtschaft hatte ja in der Bevölkerung keinen hohen Stellenwert. Nicht, dass er irgendwie groß geforscht worden wäre oder sonst irgendwas. Ich meine, das hat er eigentlich erst angefangen, als er so richtig groß aufgekommen ist mit ne, Kunstdünger und Spritzmittel und so weiter. Das war ja im Grunde eine richtige Revolution in der Landwirtschaft, wo da Sachen entwickelt wurden. Und ich meine, ansonsten war ja im Grunde letzten Endes tatsächlich so, dass die einzigen, die sich Gedanken um die Landwirtschaft gemacht haben, letzten Endes die Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten gewesen sind, ne, denke ich mal. Und ja, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es mit einem Grund ist, dass es schwierig ist, ne, mehrere Landwirte mit derselben Meinung quasi zu haben, weil es einfach halt ein Beruf ist, in dem es extrem viel auf Erfahrung ankommt und nicht unbedingt so viel auf ne, letzten Endes Sachen, die man aus dem Lehrbuch lernen kann. Wobei es natürlich gerade in der heutigen Zeit ne, extrem wichtig ist, dass man eben aus dem Lehrbuch gut was lernt, ne, weil halt ne, es tatsächlich auf Effizienz ankommt und im Grunde das allerletzte extra rauszuholen und so weiter aus dem Boden. Wobei das ist wieder eine andere Sache, wo ich auch kein Fan, aber anderes Thema. Jedenfalls, ja, es klappt jetzt ja wirklich mal, ne, dass die Landwirte sich endlich zusammentun und zusammen ne, auf die Straße gehen, mit den Schleppern nach Berlin und nach Hamburg und sonst wohin fahren und groß demonstrieren und sowas. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dann hätte ich eigentlich das fast gar nicht geglaubt, dass das mal möglich ist. Ne? Weil es war ja schon immer eine ganze Milchpreisgeschichte und so weiter. Gab es ja auch so ein paar Versuche und so und Landwirte, die aus Protest Milch ausgekippt haben und solche Sachen, aber so irgendwie groß Anklang gefunden hat das alles nicht oder so also irgendwie mal eine größere Menge Leuten was gemeinsam gemacht war, dann immer so irgendwie Einzeltäter mehr oder weniger und das weckt halt einfach nicht wirklich Aufmerksamkeit. Ne? Sowas muss halt schon geschlossen und alle zusammen passieren. Deswegen, ich finde das wahnsinnig klasse und ich hab so eine Theorie aufgestellt und ich würde einfach mal wissen, was ihr von der Theorie meint.
Es ist ja so gewesen, ne, dass in den letzten 2 Jahren waren ja wahnsinnig schlechte Jahre. Ne? Also war durch die Trockenheit, extreme Trockenheit, hatten die ja wirklich, im Grunde waren es schon 3 Jahre, weil das Jahr davor war ein extrem nasses Jahr. Ne? Wir hatten jetzt war ein extrem nasses Jahr, wo viele mit Überschwemmung zu kämpfen hatten und dann in Folge 2 extrem trockene Jahre jetzt. Und ja, halt durch diese Wetterextreme haben ja ganz viele Landwirte tatsächlich Probleme gehabt mit der Ernte, Probleme gehabt mit dem Futter, Probleme gehabt, überhaupt genug Futter für ihre Tiere zu kriegen, dann Tiere verkaufen müssen, Mähdrescher, die abgefackelt sind, Bressen, die abgefackelt sind, Mähwerke, die abgefackelt sind, Felder, die abgefackelt sind. Also es war ja richtig, richtig was los, ne? Definitiv deutlich, deutlich mehr als sonst und vor allem halt deutschlandweit, ne? Nicht nur so eine kleinere, ne? Regional, sondern halt tatsächlich deutschlandweit. Und meine Theorie ist, dass durch diese Umstände, und es ist wirklich, es ist auch wissenschaftlich nachweisbar oder natürlich durch Aufzeichnungen und sonst irgendwas aus der Landwirtschaft, dass eben schon seit vielen, vielen, vielen Jahren so schlimm nicht gewesen ist. Ne? Und vor allem zwei Jahre am Stück. Also die extreme Trockenheit ist so tatsächlich eigentlich nicht unbedingt vorher vorgekommen. Zumindest nicht in der letzten, weiß ich, 20, 30 Jahren oder so. Ja, ich hab so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass eventuell diese Trockenheit den Zusammenhalt zwischen der Landwirte gestärkt hat und vielleicht ein bisschen den Grundstein dafür gelegt hat, dass diese Demos jetzt überhaupt möglich sind, dass da tatsächlich so viele Landwirte zusammenkommen. Vielleicht ist es eine totale blöde Theorie, ich habe keine Ahnung. Aber mir ist es halt so ein bisschen aufgefallen, ne, dass in der Trockenheit und durch die ganze Ernteverlust und so weiter, dass da tatsächlich Landwirte zusammengefunden haben und sich gegenseitig ausgeholfen haben und so. Und weil es halt vor allem ist es ja auch ein Thema gewesen, was so wirklich jeden betroffen hat, ne, wo jeden auch gleich betroffen hat. Ne, wirklich im Grunde wahrscheinlich kaum ein Landwirt gegeben hat, der im letzten Jahr oder dieses Jahr oder letztes Jahr gesagt hat, Mensch, meine Ernte war super toll. Und die haben alle irgendwelche Probleme gehabt mit der Trockenheit oder sowas. Und dann manche haben wir vielleicht eine tolle Ernte gehabt, aber dafür ist der Mähdrescher schon abgebrannt oder sonst irgendwas. Also das war wirklich ein Problemjahr. Und das davor ja auch. Und das solche Sachen schweißen halt tatsächlich zusammen, ne? Wo man dann irgendwie vielleicht sieht, okay, wenn es dann wirklich, wirklich mal richtig schief geht, dann können die Landwirte vielleicht tatsächlich plötzlich mal zusammen. Und ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht ist eine bescheuerte Theorie, ich habe keine Ahnung, aber ich fand das jedenfalls, ich habe das neulich mal gedacht und dachte mir, es könnte eigentlich tatsächlich sein, ne? Weil irgendwie, ich meine, wenn dann plötzlich die Mähdrescher abfackeln und so, dann braucht man einen anderen Mähdrescher und dann Lohner und keine Ahnung und dann hilft man sich vielleicht gegenseitig und wenn man das Foto nicht mehr ausreicht, dann guckt man vielleicht, ob man vielleicht von jemand anderem, der gerade ein bisschen genug hat, dass man da irgendwie ein paar Ballen abkauft. Ich meine, es gab natürlich auch ganz viele, die Ballenpreise wahnsinnig in die Höhe getrieben haben und bla bla bla. Aber es gab halt tatsächlich auch, weil die zu einem sehr fairen Preis, ne, Ballen verkauft haben und so an andere Landwirte, obwohl sie die Ballenpreise locker in die Höhe treiben hätten können und richtig gut dran verdienen und so. Und von daher, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob an der Theorie irgendwas dran ist oder ob das absoluter Blödsinn ist. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ne? Ob ihr denkt, dass das eine Möglichkeit ist, dass das sein kann, dass das Wetter die Landwirte ein bisschen zusammengeschweißt hat in den letzten 2, 3 Jahren und dass daher quasi so ein bisschen der Zusammenhalt gekommen ist, der eben den Grundstein gelegt hat für die Demos. Ich meine, vielleicht ist ja auch unabhängig davon, da kann gut sein, dass einfach halten dann ist, das Maß jetzt im Grunde einfach mal voll war und tatsächlich, es kann auch Social Media sein, ne, das Aufkommen der Farmvlogger und Farm-Instagrammer und Landwirtschafts-Instagram-Leute und so, ich kenne das ja gar nicht, ne, ich kenne ja mich mit Instagram überhaupt nicht aus, aber es ist ja wohl eine riesengroße Szene auf Instagram, ne, die eine Farm, ja, Vlogger sozusagen halt nur auf Instagram, ne, Leute, die eben regelmäßig Stories zum Thema posten und halt, da ist der Rückwärtsgang und, ja, da sehr aktiv sind und da entsprechend im Grunde sehr viel Öffentlichkeitsarbeit auch leisten und auch Zusammenhalt und so weiter leisten. Ja, und natürlich sieht man ja den ganzen Farmvlogger auf YouTube und so weiter. Vielleicht ist auch das der Grund, ne, dass einfach die Landwirte quasi über Social Media und so weiter zusammengefunden haben. Ich weiß es nicht, aber ich finde das spannend. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie die Landwirte zusammengefunden haben. Und falls ihr irgendeine Idee habt, woher das kommt oder so, oder vielleicht, ne, ich meine, ihr seid ja ganz viele Landwirte hier bei mir in den Kommentaren, die dann auch wesentlich eher einen Einblick dran haben, ne, sie würde mich mal interessieren. Fände ich echt mal spannend. Also, das ist mal ein Thema für die Kommentare heute. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt sind wir nicht gekommen mit dem Mist, wir haben nicht mal die ganze Wiese fertig. Aber, naja, was will man machen? Immerhin haben wir jetzt einen eigenen Milchstreuer und ich finde das Gespann ist herrlich mit dem Eicher. Perfekt. Ja, ach, das sind zwei schöne Flapper. Das ist doch einfach eine schöne Kombination, der Deutz und der Eiche. Doch, 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 das passt wunderbar zusammen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.